Hallo Leute, herzlich willkommen an Tag 5 von 7 Days of Darts. Jeden Tag ein Dart-Video auf YouTube, auf meinem Kanal für euch. Heute dreht sich alles um das Thema Bulls NL, also Bulls Darts, die Technik, die Ausstattung, die Designs, viele Sachen, die ich euch dazu erzählen kann, die spannend sind, die ich vom Spielen her berichten kann. Möchte euch diese Darts mal zeigen, etwas näher legen und erklären. Ab morgen kriege ich ein bisschen Unterstützung. Es kommen noch zwei Videos, es kommen zwei Kracher-Videos. Also freut euch ab morgen drauf, mich nicht nur alleine hier vor der Kamera oder hinter der Kamera zu haben und Testberichte zu machen, sondern morgen und übermorgen kommt noch mal was ganz Neues für euch, auf das ihr euch jetzt schon mega freuen könnt. Heute zeige ich euch das Setup, was ich im Moment hauptsächlich spiele. Das Setup, was ich mir noch geholt habe, um ein bisschen wieder was auszutesten, mal wieder was Neues zu haben. Und ein altbewährtes Setup, was ich immer noch liebe und was immer noch komischerweise richtig, richtig gut funktioniert. Wir fangen einfach mal an mit dem Setup, was ich aktuell spiele. Und zwar ist das der Max Hopp GDO 90% Tungsten Steel Dart in 22 Gramm. So, ich stelle uns den mal gerade hier auf. Sekunde, das stellen wir mal kurz auf Seite. Max Hopp, GDO, wie ihr hier sehen könnt. An sich ja ein relativ schlichter Dart, der ja einen schönen Grip hat, der preislich vollkommen in Ordnung ist und sogar ein Spielerdart ist. Mein Setup besteht mittlerweile, wenn wir vorne anfangen, aus goldenen oder silbernen Nano-Storm Points. Die müssen hier unbedingt gewechselt werden. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, die wegzuschicken. Aber naja, diese Nano-Storm Points, die werden, glaube ich, mittlerweile zu meinem Markenzeichen. Also ich wechsle da nicht mehr groß rum. Ich habe was gefunden. Von hinten nochmal L-Style-System. Hier in dem Falle jetzt ein EZ-Flight. Einen kurzen Schaft, einen 190er spiele ich da, meistens aus Kunststoff. Wenn wir uns aber den Dart genauer anschauen, dann ist das mein All-Time-Favorite, den ich jetzt, wie lange habe? Ich glaube, seit ungefähr September letzten Jahres und auch von allen Darts, die ich bisher hatte, am allermeisten gespielt habe. Was gefällt mir an dem Dart generell? Und zwar hauptsächlich die zwei verschiedenen Gripzonen. Ich habe hinten einen feinen Ringgrip, einen sehr feinen Ringgrip. Ich habe vorne einen sehr groben Ringgrip. Und ich habe genau in diesem Wechsel dazwischen auch einen super Halt am Dart und komme mit diesem Dart am allerbesten zurecht. Also ich habe die besten Scores damit geworfen, die meisten Lecks gewonnen, die meisten Spiele gewonnen und. Und trotzdem gucke ich ja immer mal rechts und links vom Wegesrand, was gibt es Neues, was kann man da so Neues entdecken. Aber für mich immer noch ein Dart, der mit den 90% Tungsten als Spielerdart von Max Hopp und 60 Euro vom Preis her, vom Preis-Leistungs-Verhältnis kaum zu toppen ist. Warum das so ist, das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Aber egal ob Anfänger oder fortgeschrittener Spieler, den Dart, den solltet ihr tatsächlich mal hypen, testen, euch mal genauer angucken. Wirklich wunderbar ausbalanciert, haltbare Qualität. Ich habe kaum Macken in dem Barrel selber. Er ist schlicht, ja. Er hat jetzt keine Peter Wright World Champion Beschichtung in allen möglichen Regenbogenfarben, aber genau diese Schlichtheit macht ihn für mich so besonders. Und wenn ihr ihn ein kleines bisschen aufpeppt mit einem schönen Flight, mit einer schönen Spitze, dann wird da auch eine richtig, richtig, richtig runde Sache drauf. Und ich werde auf jeden Fall bei dem Dart bleiben. Ich bekomme bald da noch was Special-mäßiges dazu, aber dazu kriegt ihr auf jeden Fall noch ein separates Video. Da will ich noch nicht zu viel verraten. Vielleicht hat der ein oder andere es aber auch schon auf Instagram gesehen. Normalerweise wird der Dart mit einer Spitze in Schwarz ausgestattet, die von Schott kommt. Also auch eine vernünftige Qualität. Kann ich genauso empfehlen. Also Schott macht vernünftige Spitzen haltbar. Ich finde, die gerade die schwarzen Spitzen haben super Halt im Board. Also da ist wirklich für den Preis alles mit dabei. Was habe ich dann gemacht? Ich lasse mal einen hier stecken, damit ihr den noch sehen könnt im Vergleich. Ich habe mir als Dart dann als letzte Anschaffung den Blue Pegasus geholt, auch Bulls NL.
Der sieht auf den ersten Blick, wenn ihr den jetzt mal so vergleicht, gar nicht so viel anders aus. Also die Gripzonen sind ähnlich aufgeteilt. Das Barrel ist gerade, die ausgewogene Balance ist da. Gut, der hat 95% Tungsten, aber ob jetzt 90 oder 95, da merke ich persönlich keinen Unterschied. Die haben, ich glaube, in etwa auch die gleiche Länge. Ich habe jetzt nicht auf den Millimeter nachgeguckt. Ja, der Bulls Pegasus oder Blue Pegasus, der hat zusätzlich noch Axialrillen. Und diese Axialrillen, also normalen Ringgrip, rundherum, sehr fein. Und diese Axialrillen sind nochmal nach unten geformt, wodurch der da einen sehr guten Halt kriegt. Und noch dazu, zusätzlich, sind in den Zwischenräumen nicht nur eine blaue Beschichtung, sondern auch ein ganz feiner Nanogrip verarbeitet. Ich habe den Dart in die Hand genommen, als ich den ausgepackt habe. Ich war ja vom Max Hopp verwöhnt und dachte auf einmal, wow, was ist das? Das fühlt sich ja an wie ein Shark Grip oder so, der so richtig kräftig, richtig mega Halt bietet rundherum. Also ich sag mal, ein Dart, der so fein und schlicht aussieht vom Grip her und trotzdem so elegant und griffig ist, das habe ich vorher noch nicht erlebt. Also ich will mal sagen, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber er fühlt sich vom Grip, von dem Level, von der Griffigkeit her an wie ein Illusion 5. Und wer zufällig mal so ein Teil in der Hand gehabt hat, also ein Illusion 5, der weiß, wie sich das anfühlt und das ist einfach ein mega gutes Gefühl. Und der ist richtig kräftig vom Grip her. Also die Technik, die dahinter steckt, auch wieder für 60 Euro, das ist A, so unscheinbar und trotzdem so genial gemacht. Also absolut gut. Absoluter Hammer. Also mit diesen Unterbrechungen. Gut, ich kriege den nur in zwei Gewichten. Bei Max Hopp, da kriege ich ja 22, 23, 24, 25 Gramm. Dafür ist Bulls ja auch bekannt, dass sie viele Gewichte auch anbieten. Hier kriege ich 23 und 25 Gramm, aber der ist ja auch gerade erstmal raus. Also wenn der sich etabliert, wenn der, glaube ich, gut funktioniert, dann gibt es da auch bestimmt bald noch mehr. Hammer. Also klar, den spiele ich jetzt nicht mit den Alu-Shafts und den Original-Flights, aber da tue ich genauso meinen L-Style drauf. Aber das ist echt ein super Dart. Ja, also hätte ich nicht gedacht. Dachte eher, okay, Risiko, das wird ungefähr so wie Max Hopp sein. Wenn er sich genauso anfühlt, schade, dann verkaufst du ihn weiter, aber hey, den behalte ich. Ihr habt schon mal ein Testvideo von mir gesehen zum Martin Schindler Spieler-Dart. Und trotzdem, ich erwähne den hier nochmal. Das ist ein Dart, der zu meinen All-Time-Favorites mitgehört. Das heißt, die Beschichtung, der Grip, wie haltbar das ist, immer noch sensationell. Ich finde, der hat eine Geschwindigkeit und eine Flugkurve, enorm. Enorm viel Druck hinter, enorm guter Flug hinter, enorm viel Kraft hinter. Und den kann man auch vor allen Dingen mal so richtig schön hinten greifen, wenn man möchte. Durch diesen Axialgrip dort auch ist der richtig griffig im hinteren Bereich und das findet man nicht bei vielen Darts. Und in der Art und Weise vom Grip her, von der Haltbarkeit her, würde ich fast sagen bei keinem. Also vergesst Simon Whitlock und Co. Da habt ihr nicht annähernd den Grip wie bei dem Martin Schindler The Wall Spieler Dart. Gut, er ist mir fast ein bisschen zu bauchig. Also ich krieg die zwar gruppiert, aber ich krieg die ultra schlecht 3 in ein Triple und ich weiß nicht, woran es liegt. Klar habe ich damit schon alles Mögliche geworfen, auch 3 Bulls, also dreimal Rotbull, aber nicht so kontinuierlich. Also irgendwie ist das hier mit den schmalen Barrels, mit dem schlanken Design, fühle ich mich einfach insgesamt wohler. Das kann aber auch so mit meinem ersten Dart zu tun haben, das war ein Michael van Gerven, dass ich mich da einfach so heimisch finde und den Michael van Gerven habe ich auch 5 Monate am Stück gespielt. Ich glaube 3 Monate, ja genau, 3 Monate habe ich den gespielt, den Michael van Gerven, bis ich mir den zweiten Dart überhaupt geholt habe und dann ging das peu à peu weiter und dann habe ich auch viel gewechselt und vielleicht komme ich deswegen immer auf das Design zurück, aber wenn ich mal irgendwie einen schlechten Tag habe, mir das hier zu feinfühlig ist, zu viel rumfliegt oder zu viel Flattern hat im Flug, dann greife ich auf den Martin Schindler, baue ein bisschen Kraft auf und glaubt mir, der zieht so richtig durch. Guckt euch den Testbericht dazu an, da gehe ich dann nochmal ins Detail ein, was Beschichtung, Spitze, Haltbarkeit angeht.
Top Dart, klar, dort ein bisschen teurer, aber der ist auch nochmal speziell beschichtet. Ja. Was kann man jetzt zu Bulls NL generell sagen? Also, ich sage jedem Anfänger, der mich fragt, Markus, was empfiehlst du mir denn für ein Dart? Dem sage ich ganz klar, schau dir alle Darts an, die du von Bulls NL im Internet findest oder auf der Seite von denen. Denn, wie schon eben gesagt, mit 60 und 60 Euro das Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was die an Grip und Innovation da reinsetzen, das ist Hammer. Das ist der absolute Hammer. Also ich weiß nicht, wo ich sonst für 60 Euro einen 95% Tungsten-Dart bekomme. Von einem richtig guten Hersteller, der so auf Qualität achtet, der so auf Genauigkeit achtet, der eine solche Haltbarkeit gibt. Gut, wir haben hier halt nicht diese farbenfrohen Beschichtungen so dabei, aber wie gerade eben schon kurz gesagt, das sind Darts, die nicht nur den Standard versorgen, sondern halt auch Darts, die super lange leben. Und ich sag mal, dann zahle ich lieber ein bisschen weniger und habe keine Beschichtung, habe aber wirklich das Grundmaterial richtig, richtig gut. Und Bulls NL Darts, die könnt ihr schon ab. Also es geht im Brass-Dart-Bereich so mit 10, 15 Euro los. Ne? Und wer anfangen will mit dem Dartspielen und einen vernünftig guten Dart sucht, da sage ich auch, guck dir die Bulls NL Sachen an. Guck dir beispielsweise den Radar Typ A an. 40 bis 60 Euro, die 70, 80, 90% Tungsten haben. Über 60 Euro kriegt ihr natürlich auch ein paar, die spezielle Griffmuldenbeschichtungen haben. Da gibt es auch wieder ein bisschen mit Spielersachen und so. Klar gibt es auch mal einen für 99 Euro, aber eher das Preissegment wesentlich weniger als bei allen anderen. Und das verhilft denen halt. Schlichte Farbe, schlichtes Design, kein Heckmeck mit Beschichtung, gleich günstiger Preis. Eine günstige Verpackung oder eine Verpackung. Ich hole mal gerade eine. Ja, top vorbereitet hier. Habt ihr schon mal was zu gucken? Max-Hopp-Verpackung. Max-Hopp-Verpackung ist eigentlich noch, glaube ich, mit so die aufwendigste. Pegasus-Verpackung. Also kein Schnickschnack, schmal, einfache Farbe, einfaches Innenleben, nichts zum Ausklappen, nichts, wo man jetzt groß irgendwie Heckmeck drum macht. Und ja, klar, das schlägt sich auch wieder im Preis nieder, ne? Ich finde, Bulls NL hat ein super Image. Also die unterstützen junge, talentierte Spieler. Das gefällt mir zudem gut, dass man viel davon hört, dass die jungen Spieler dort gefördert werden, dass die dort Unterstützung erhalten in allen Bereichen, sei es jetzt Dart oder Flight Design, sei es Unterstützung auf Reisen, sei es Unterstützung im Training, im Management und, und. Also ich höre vom Image von Bulls NL nur das Beste, was Sachen Förderung und Unterstützung angeht. Und ja, gepaart mit dieser guten Verarbeitung und der guten Qualität ist das ein Hersteller, der für mich immer ja, Priorität haben wird, der wo ich immer regelmäßig reingucke, was gibt's Neues und das auch am liebsten kaufe und teste, weil A ist halt ein Kauf nicht so teuer für mich, um das mal auszutesten, um den vielleicht auch dann etwas günstiger weiterzuverkaufen, wenn es mir nicht liegt. Und B kann ich dann immer noch sagen, wenn mir jetzt wie bei Max-Hopp beispielsweise der Ringgrip hier liegt, oder der grobe Ringgrip, dann kann ich mir immer noch irgendwie einen anderen Dart suchen, der den vielleicht durchgängig hat oder der den dann lieber hinten hat oder so. Und somit spare ich zum einen Kosten, habe tolle Darts und ja, nicht umsonst ist mein All-Time-Favorite hier in der Mitte, ne? Das ist alles zum Thema Bulls NL und den drei Darts von Bulls NL, die ich euch heute mal vorstellen wollte. Wir sehen uns noch zweimal, also. Natürlich habt ihr auf dem Kanal auch später noch Videos von mir, aber jetzt nicht im Tagestakt. Das mache ich jetzt nur für euch zur Corona-Zeit, damit ihr euch nicht langweilt. Morgen geht's weiter, Tag 6, Tag 7, wie eben schon gesagt, richtig geile Sachen für euch in Sachen Gameplay etc. Und noch mit Unterstützung. Wir gehen raus, geht 18 Uhr wieder auf YouTube, stellen den Countdown wieder. Ich bin in der Live-Premiere mit dabei, direkt um Fragen zu beantworten. Bleibt gesund, schaut morgen zu und weiterhin good darts.